Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 8 Remastered. Wir sind wieder in Bellum Garden. Und wir gehen jetzt zu dieser, was war's, Bühne? Ich weiß auch sogar, wo die ist. Also ich glaube mal, ich weiß, was es ist. Den richtigen Weg finden. Und irgendwo auf der Seite. Was ist Lina, ne? Nein. Das hier war's. Genau, da ist sie doch. So ein Reinfall. Der Garden fliegt. Wir sind mit Fisherman's Horizon kollidiert. Kein Wunder. Ich hätte so gern die Band hier auftreten sehen. Auftreten. Sehr gut, Square. Ich hatte schon einige Musiker in Aussicht. Ach je. Sie niedergeschlagen aus Trösten Irwin überlassen. Es wird schon wieder. Danke, Squaw. Dass du mich tröstest, ist ja was ganz Neues. Ich wirke wohl ziemlich trübselig. Wenn es was Neues, ich empfinde auch wie ein normaler Mensch. Nur gegen die meisten Dinge kannst du sowieso nichts unternehmen, oder? Es nervt mich tierisch, wenn ich mit Leuten reden muss. Deshalb. Hey, du grübelst ja wieder. Aber laut sagen tust du es nicht. Na und? Wir reden gerade über dich. Lass mich gefälligst aus dem Spiel. Ich bin ganz okay. Keine Sorge, Squaw. Irwin, ich überlasse sie dir. Hä? Squaw? Squaw, kommen Sie bitte ins Direktorat. Ja, was ist jetzt schon wieder? Da wird ziemlich oft ein Direktorat gerufen, ey. Es bringt ja nichts, dich hängen zu lassen. Genau, Surfy. Wir wollen Spaß haben. Spaß? Was denn? Was denn? Jetzt zeig's dir. Fragen wir doch die Leute von Fisherman's Horizon, die gerade den Garten reparieren. Für dies ist doch ein Kinderspiel, die Bühne wieder flott zu machen. Meinst du? Ob sie wohl ja sagen? Keine Sorge, ich werde dir helfen, die Leute zu überreden. Das heißt ja. Die von dir produzierte Band wird es trotzdem geben. Wow, dann lass uns doch nach ein paar Musikern suchen. Das klappt ja, das wird cool mit dir. Das wäre alles. Ich verstehe. Surfy hatte schon berichtet, sie müssen es schwer gehabt haben. Surfy meinte, dass sie den Bericht in ihrem Tagebuch veröffentlichen will. Sie sollten einmal hineinschauen, habe ich schon. Übrigens, schien es das Ziel der Galbadianer zu sein, Leuen zu finden. Offensichtlich auf Befehl der Hexe. Eloyn besitzt die Kraft, die Gedanken eines Menschen in die Vergangenheit zu schicken. Ob sich die Hexe Edea diese Kraft einverleiben will, oder gibt es andere Gründe? Sie meinen, die galvadianische Armee handelt auf Befehl Edeas und hat den Fisherman's Horizon Eloyn gesucht? Sie hatten auch den Befehl, die Stadt niederzubrennen, unabhängig davon, ob sie Eloyn finden oder nicht. Sie wollten wohl die Stadt zerstören, um keine Zufluchtsstätte zu bieten. Verstehe. Die Hexe Edea wird diese Taktik weltweit anwenden, bis sie Eloyn gefunden hat. Wir können nicht mehr länger warten. Das ist die Kraft der Hexe. Ich sprich direkt aus Sid. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Ich habe Ihnen allen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Die Antriebsaggregate des Gardens werden zurzeit repariert. Wenn die Reparaturen fertig sind, werden wir Fisherman's Horizon verlassen und uns auf eine Reise begeben.
Wir werden gegen die Hexe kämpfen. Der Garden wird uns als Stützpunkt dienen. Das Management wird weiterhin von mir und dem Team geführt. Uns steht ein Kampf bevor. Dazu brauchen wir einen fähigen Anführer. Ich, der Direktor, habe Squall zum Truppenführer ernannt. Ab sofort übernimmt Squall das Kommando über den Garden. Ernst? Ich wünsche uns allen viel Glück. Ist das nicht fair? Wenn meine Entscheidung nicht gut heißt, soll sich direkt bei mir beschweren. Und was ist mit meiner Meinung? Squall, es liegt jetzt alles an Ihnen. Das ist Ihr Schicksal. Der Kaffee der Hexe war schon immer ihre Bestimmung. Tun Sie nicht so, als sei mein Leben schon vorausbestimmt gewesen. Mit der Hexe kämpfen ist okay. Solange ich ein Seed bin, ist das ohnehin unumgänglich. Solange ich ein Seed bin, soll ich aus der Seed-Einheit austreten? Austreten? Was dann? Was bleibt denn noch von mir? Ich will nicht mal daran denken. Das kommt nicht in Frage. Ich muss tun, was der Direktor gesagt hat. Den Garden führen und die Hexe besiegen. Nicht die Kämpfe, was mir zu schaffen. Sind nicht die Kämpfe, wo wir zu schaffen machen. Das sind die anderen. Ich muss so schnell wie möglich die Hexe beseitigen und das Ganze beenden. Die Hexe ist doch die Ehefrau von Sid. Heißt das, wir sollen seine Frau beseitigen? Wie muss man sich fühlen, einen solchen Befehl zu geben? Hallo allerseits. Darf ich vorstellen, die Produzentin Selfie. Danke. Da Squall nun zum Kommandanten befördert worden ist, möchte ich ihm als Zeichen der Freundschaft ein Musikstück schenken. Das wird ein Spaß. Und wer soll das Stück spielen? Schau ich doch mal um. Wo? Meinst du etwa uns? Ob das gut geht? Lass uns einfach probieren. Instrumente und Noten stehen bereit. Vier Leute bilden die Band. Wow, cool. Tut mir leid, aber du spielst nicht mit der Band, Renoa. Was? Wollt ihr mich ausschließen? Nein, nein, für dich habe ich eine besonders wichtige Aufgabe, Renoa. Und was sollen wir jetzt tun? Wir können nicht einfach drauf losspielen. Darüber wollte ich mit euch sprechen. Ich habe diesen Posten angenommen, gleich nachdem ich die Schule gewechselt habe. Mein Vorgänger hat den Noten bereitgestellt, aber nach dem Chaos letztens sind die Blätter durcheinander gekommen. Das Stück besteht normal aus vier Stimmen, ich habe aber hier acht Stimmen. Was heißt das? Aus den acht müssen wir die vier richtigen aussuchen, dann müsste das Stück stimmen. Aber wenn wir die falschen Stimmen erwischen haben, haben wir einen Salat. Jeder nimmt ein Instrument und spielt seinen Part. Irvin, ich werde dann die richtigen aussuchen. Fangen wir mal an. Was soll Xer spielen? Weiß ich doch nicht. Gute Frage. Gitarre? Ja, es passt doch, oder? Okay, weiter. Irvin. Okay. Selfie. Flöte? Ich hab keine Ahnung. Tut so? Ja. Was soll Quistis spielen? Stabschuhe. Ich mache jetzt einfach irgendwas mal.
Und? Okay, los. Okay, jetzt heißt es bis zum Abend üben. War das richtig? Am Abend beginnt dein Part, Renoa. Ich bin so aufgeregt. Es wird schon schief gehen. Ich freue mich so auf den Abend. Verdammt langweilig. Was die anderen wohl machen. Kommt er. Viel Glück, Renoa. Hey, wie geht's? Naja. Du machst wohl Trübsal. Sag jetzt nicht wirklich. Wenn du das sagst, kann ich mich gleich vergessen. Nicht wirklich. Wie wär's mit einem Live-Konzert? Kein Bock auf sowas. Aber? Sag aber. Ja, ich komme ja schon. Super! Hey, ihr beiden. Das sieht ja vielversprechend aus. Da gibt es einen Ort, wo ihr beide eine schöne Zeit verbringen könnt. Schöne Zeit. Neben der Bühne. Ich hab's reserviert. Dort, wo die alte Zeitschrift liegt. Ihr könnt es benutzen. Du brauchst mir nicht zu danken. Ich bin froh, wenn ich meinem Chef dienlich sein kann. Du machst dir um mich Sorgen? Ich werde es mir anschauen. Wenn ich komme, müssen wir uns aber abwechseln. Oh Mann. So, jetzt muss ich aber ran. Was? Scheint wohl nicht zu klappen. Ach, vergiss es. Squaw! Dies ist ein Geschenk an unseren neuen Kommandanten. Und auch an dich, Renoa. Was zum Henker? Lass es krachen. Hier kommt die Selfie-Band. Das hier die Zeitschrift. Das muss der Platz sein, den Irwin gemeint hat. Oh, da liegt ein unanständiges Heft. Irwin, du Vollidiot. Du wolltest mit mir reden? Das ist okay hier. So, raus mit der Sprache. Squaw, du führst doch jetzt den Garden an. Das muss sehr anstrengend sein. Willst du mich nur draufsetzen? Du hast harte Zeiten vor dir. Du wirst manchmal nur noch vor dich hin nörgeln. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dir die Probleme wahrscheinlich alleine aufbürden wirst. Ihr habt noch nicht gesprochen. Wir sind sehr gut im Nachahmen. Besonders dich, Squaw. Du runzelst so die Stirn. Ja, bis morgen. Halt! Sorry. Wir haben darüber gesprochen, dass du wahrscheinlich alleine die Antwort auf alle Fragen finden kannst. Was macht sie da? Hallo? Wo lande ich denn? Okay.
Hä? Es ist egal, was. Es ist wirklich egal, über was. Nur sprich einfach mit uns. Sprich über deine Sorgen und Probleme. Vielleicht können wir dir helfen. Wir wären dann auch in der Lage, unsere Kräfte auf die Mission zu konzentrieren. Das meinte Christus. Wenn man sich auf andere verlässt, ist die Enttäuschung später groß. Wir können aber nicht ewig zusammenbleiben. Wenn du Freunde hast, die dir vertrauen, und Erwachsenen, denen du vertraust, fühlst du dich geborgen. Dann ist es falsch, sich daran zu gewöhnen. Eines Tages wirst du aus dieser Geborgenheit herausgerissen. Begreif dir nicht, man fühlt sich verlassen, und das ist sehr, sehr hart. Irgendwann kommt so ein Zeitpunkt. Es ist schwer, das zu überwinden. Deswegen will ich alleine sein. Ich brauche keine Freunde. Oder doch nicht. So eine schöne Nacht. Tolle Musik. Und ein gut aussehender Typ neben mir. Und dieser super Typ überlegt jetzt gerade. Er denkt bestimmt darüber nach, was ich ihm erzählt habe. Er sagt zwar nichts, aber ich weiß es. Was sagst du zu unserem Vorschlag? Ob das wohl zu viel verlangt ist? Ich verstehe, was du sagen willst, aber... Was heißt ja aber? Hör mal. Es könnte gut sein, dass wir morgen nicht mehr da sind. Gerade deswegen möchte ich, dass du mit uns redest. Jetzt sind wir alle noch da. Also nur jetzt? Morgen könnten alle nicht mehr da sein? Dann brauche ich erst jetzt keine Freunde. Du denkst wohl nur negativ. Niemand kann dir die Zukunft versprechen. Deswegen zählt nur, was heute ist. Das, was wir alle wollen, ist dich zu unterstützen, Score. Wir mögen dich, Score. Wir möchten alle mit dir zusammen sein. Wie bitte, ihr alle? Mit mir? Merk dir nur dieses eine, Score. Denk daran, wenn du alleine nicht mehr klarkommst. Wir werden für dich da sein. Ich kann keine Versprechungen geben. Aber es wird nicht gleich morgen passieren, dass wir nicht mehr da sind. Erzähl mir deine Träume, Score. Gibt es etwas, was du tun willst? Keine Ahnung. Sorry, aber über so etwas möchte ich nicht reden. Wie steht es mit dir? Über die Zukunft will ich auch nicht reden, weil ich kein Hellseher bin. Aber jetzt, in der Gegenwart, möchte ich, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Ist Eloyne seine Schwester? Squall, Schulsprecher Squall, bitte sofort auf die Brücke. Schulsprecher? Ist Eloyne seine Schwester? Wie schon gesagt, im Englischen sagt er ja, I'll make a winner as he says. Deswegen kann es echt sein, dass Eloyne Squalls Schwester ist. Aber auch immer ätzend, diesen ganzen Weg hier lang zu laufen, ne? Ich glaube, mit der Brücke ist der dritte Stock gemeint. Hallo Schulsprecher. Schulsprecher. Das ist dein Rang.
Ich und Chris haben uns das ausgedacht. Sorry, dass wir das ohne dein Wissen beschlossen haben, aber wir müssen uns die Arbeit aufteilen. Ich werde mich innerhalb des Gardens um den Nachwuchs kümmern. Ich werde zusammen mit Dr. Kadowaki nach den Schülern sehen. Dein Aufgabengebiet umfasst die Routenplanung und das Strategische. Lass es auch hier ein wenig ausruhen. Sie meinte, dass alles in Ordnung wäre, aber das mit den Raketen scheint sie mitgenommen zu haben. Und? Ist es in Ordnung? Okay, einverstanden. Gut, ich habe schon etwas zu berichten. Hi, Squaw. Wer bist du? Ah, ich glaub's nicht. Ich bin's doch. Wir haben doch beide die Seed-Prüfung bestanden. Hatte ich vergessen. Ja je. Ich seh dir ja wieder ähnlich. Ach ja, du weißt doch, dass die Leute von Fisherman's Horizon den Garden repariert haben. Die Arbeiten sind jetzt fertig, das heißt, der Garden kann wieder fliegen. Übrigens bin ich jetzt für die Steuerung zuständig. Die Leute von Fisherman's Horizon haben mir alles erklärt. Überlass mir also das Steuern. Sag mir einfach Bescheid, wenn du los willst. Wohin jetzt? Leider haben wir zu wenig Infos. Hört mal, wie wär's, wenn wir kurz nach Belem zurückgehen? Wir haben schließlich die Stadt beschädigt, wie es wohl dort aussieht. Vielleicht passiert in Belem genau dasselbe wie in Fisherman's Horizon. Es ist ja ebenfalls eine Hafenstadt. Du hast recht, was machen wir, Squaw? Das auf jeden Fall noch nicht, denn es gibt noch einige Sidequests, die wir machen können. Hat die Hexe vor. Welcher Schacht wäre einleuchtend, aber das glaube ich nicht. Legen wir ab? Ja. Wir wollen los. Die Route lege ich unterwegs fest. Die Mannschaft soll sich bereithalten. Verstanden. Ich weiß nicht, ob das ein Junge ist oder ein Mädchen, deswegen weiß ich das nicht. Hier spricht die Brücke. In Kürze wird der Garden seine Reise fortsetzen. Bitte anschnallen. Schulsprecher Squall möchte vorher seine Antrittsrede halten. Will ich? Eigentlich ja nicht. Darauf habe ich keinen Bock. Schalt das Mikrofon aus. Selfie können wir nicht wählen, das ist nicht schlimm. Aber ich muss mal die anderen auch mal aufleveln, oder? Und wie sieht es damit aus? Irvin? Christus? Wenn wir ein bisschen Abwechslung haben, aber eigentlich will ich schon Renoir drin haben. Dann nehmen wir Renault an, Christus. Steuerung des Gardens. Auf die Brücke vorwärts, rückwärts, ein aussteigen, Richtungstaste, Richtung angeben, Perspektive verändern. Ui. Okay, das ist eine bessere Karte. So, so vorwärts, okay. Ich werde es noch ein bisschen verschneiden, weil das ist echt langsam. Klar, es gibt natürlich auch wieder, glaube ich, gegen Ende gibt es auch wieder so ein Luftschiff quasi. Wie bei Final Fantasy 7 halt die Highwind. Es gibt eigentlich fast nie Final Fantasy dann. Dass du dann schnell über in die Welt kommst. Ich würde halt gerne eine andere Kameraperspektive. Achso, so kann ich die Kameraperspektive ändern. Alles klar. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Jesus! Warte mal, okay, hier ist ein Strand, kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Das ist gut. Oh Gott, wo bin ich denn? Hilfe! Oh Gott, ich habe mir das leichter vorgestellt hier, ne? Jesus, ich komme hier nicht klar! Hilfe! Sondern mit dreifacher Geschwindigkeit. Aber das macht alles wie ange... Scheiße. Scheiße. Wir haben ein kleines Problem. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich tue. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht rüber. Aber doch hier lang. Ich suche gerade nach einem Ort und ich finde diesen nicht. Weil ich so doof dafür bin. Oh. Und weil es auch echt hier verwirrend ist, ja? Judge dich nur mich. Judge doch dieses blöde Schiff.
In diese Schule. Habe ich es gefunden? Ich hoffe, ist es das? Bitte lass es das sein. Oh Mann. Oh Gott, ich muss doch hier noch Ding. Mit denen hier koppeln. Niemand anderes hat eine Stärkekopplung. Was soll denn das? Wieso hat die kein Zombie? Shell hat die auch super wenig. Aber gut, das hat Squall. Magie. Zauber braucht die nicht, die Eleganz. Oh, warte, Abilities. Warte, was? Die hat gar keine Abilities? Ernsthaft? Der. Achso, warte, die hat ja noch eine Ding gehabt, noch ein GF. Ich war das, was Brothers. Er ist auch Brothers. Ja, was soll ich sagen? Renault hat halt echt viele Leben. Und ich kann halt auch nichts dafür. Das nicht der Ort, nachdem ich gesucht habe. Wo zum Teufel? Wo ist jetzt das Schiff? Ja. Das ist echt nicht das Schiff. Boah, das ist irgendwo hier. Aber wie komme ich da halt hin? Ach, warte, hier, so. Ich glaube, ich komme der ganzen Sache ein bisschen näher. Oder auch doch nicht. Ach, fuck, ey. Ach, warte, hier gibt's auch noch einen Strand. Hier dann hoch. Ja. Ja, hab ich sogar schon. So, dann würde ich mal sagen, dann machen wir hier im nächsten Part weiter bei Final Fantasy 8 und ciao.